Die Uhr, die ich aktuell am meisten trage, ist die Omega Speedmaster Moonwatch mit Tesalit-Glas. Meine absolute Lieblingsuhr, aber leider fehlen hier einige Sachen, um sie wirklich in jeder Alltagssituation 100% sorgenfrei tragen zu können. Sie hat kein Automatikwerk, in meinem Fall kein Saphirglas und keine 10 Bar Wasserdichtigkeit. Natürlich ist es trotzdem eine Uhr, die man im Alltag tragen kann und ich tue das ja auch, denn sie hat eine hervorragende Ablesbarkeit mit 42 mm, eine Größe, die sehr alltagstauglich ist und seit Ende 2022 hat sie auch eine Feinverstellung in der Schließe. Ich habe da tatsächlich noch eine ältere Version, werde aber auf die neue Schließe mit Schnellverstellung upgraden. Wer mitgezählt hat, weiß, das waren gerade 6 Punkte, 6 Kriterien, die für mich eine perfekte Alltagsuhr erfüllen muss. Die Moonwatch mit Tesalit-Glas erfüllt leider nur die Hälfte davon, deswegen suche ich mit den 6 Kriterien jetzt meine perfekte Alltagsuhr. Für welche Alltagssituation müssen diese Kriterien eigentlich erfüllt sein? Das Automatikwerk brauche ich unbedingt, um morgens die Uhr nicht per Hand aufziehen zu müssen, wenn ich schnell aus dem Haus muss. Die Feinverstellung in der Schließe brauche ich, weil gerade im Sommer oder wenn ich mich ein bisschen sportlich betätige, mein Handgelenk den Durchmesser sehr stark verändert und die Uhr dann einfach zu eng wird. Klar könnte ich hier auch eine Dornschließe an einem Lederband oder einem Kautschukband nutzen, ich mag Faltschließen aber einfach lieber. Das Saphirglas hilft mir natürlich gegen Kratzer. Wenn ich mit dem Uhrenglas irgendwo gegenkomme, muss ich beim Saphir einfach überhaupt keine Angst vor Kratzern haben. Fast alle Uhren haben ein Saphirglas, eben die Tesalit Moonwatch nicht aus der historischen Begründung. Wenn du erfahren möchtest, was an der Moonwatch so besonders ist und warum gerade die Tesalit Moonwatch bei Sammlern so beliebt ist, dann geh doch in unser Magazin und lies dir dort unseren Beitrag zur Moonwatch durch. Außerdem findest du hier viele weitere Beiträge, jede Woche zahlreiche neue, dass du immer mehr Wissen zu Uhren anhäufen kannst und immer auf dem neuesten Stand bei neuen Releases bist. Punkt 4 bei der Alltagstauglichkeit ist die Größe. 36 bis 43 mm ist die Größe, in der ich mich für den Alltag am besten fühle. Es ist einfach das, dass die Uhr nicht übers Handgelenk hinausragen sollte. Die Uhr sollte bei langen Ärmeln unter den Ärmel rutschen können. Natürlich hängt es immer ein bisschen vom Lack-to-Lack und den anderen Proportionen ab, aber 36 bis 43 ist da mein Sweet Spot. Die Uhr sollte eine gute Ablesbarkeit haben, falls ich, Alltagssituation, wirklich mal die Uhrzeit ablesen möchte. Und Punkt 6 sind 10 Bar Wasserdichtigkeit. Ich möchte mir nicht vorher überlegen, gerade im Sommer, wenn ich im Urlaub vielleicht unterwegs bin, oh, welche Uhr kann ich jetzt mitnehmen? Gehe ich schwimmen mit der Uhr, dann kann ich die Uhr nicht mitnehmen. Oder ich muss, wenn ich ins Wasser gehe, die Uhr irgendwie ins Handtuch, in die Tasche legen. Ich möchte ja die Uhr da nicht liegen lassen, sondern möchte sie am Mann haben, wo ich weiß, dass sie sicher ist. Und da sind 10 Bar einfach dieser Convenience-Faktor, dass ich weiß, okay, ich kann schwimmen mit der Uhr, es kann nichts passieren. Preislich aufsteigend ist eine Uhr, um die man nicht herumkommt, um 1000 Euro, wenn man diese 6 Kriterien erfüllt haben möchte, die Mido Oceanstar 200C. Gerade die grüne finde ich unglaublich gut, aber das ist natürlich reine Geschmackssache. Wir haben hier ein Edelstahlgehäuse, das eine Faltschließe hat mit Schnellverstellung. Eigentlich ist es die Taucherverlängerung, aber seien wir ehrlich, niemand nutzt das als Taucherverlängerung für die über den Neoprenanzug, sondern jeder benutzt das, um da die Länge des Armbands einstellen zu können, schnell, ohne Werkzeug. Eine Gehäusegröße von 42,5 mm, das heißt, wir sind hier bei mir am oberen Ende, aber trotzdem passt die Uhr sehr gut. Wir haben ein Automatikwerk, 80 Stunden Gangreserve, das Kaliber 80 von Mido. Das heißt, auch hier haben wir nochmal den Extrafaktor. Ich muss die Uhr nicht nur nicht aufziehen per Hand, sondern sie zieht sich durch die Automatik auf. Wenn ich die Uhr aber mal 2-3 Tage liegen lasse, ist sie auch nicht ausgelaufen. Auch da habe ich dann wieder weniger zum Aufziehen. Ich habe eine sehr gute Ablesbarkeit, ist bei Taucheruhren natürlich Standard, Saphirglas auch Standard und, was der Name der Uhr verrät, 200 Meter Wasserdichtigkeit. Wenn ihr euch für diese Uhr oder eine andere Uhr aus dem Video interessiert, dann geht auf alter.de und überprüft, ob zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das Video schaut, die Uhr gerade verfügbar ist. Über den Button Angebot anfragen bekommt ihr euren persönlichen Sonderpreis. Die nächste Uhr auf der Liste ist mit 2600 Euro die Fortis Flieger F39. Hier hätte ich natürlich auch die 41 nehmen können. Auch die hätte alle 6 Kriterien erfüllt. Schnellverstellung in der Schließe, Saphirglas, Wasserdichtigkeit. Hier tatsächlich von 20 Bar, was für eine Fliegeruhr relativ viel ist. Und natürlich auch das Automatikwerk. Wir haben ja ein SW200 verbaut, aber die 39 passt mir einfach ein bisschen besser, weil die relativ lange Hörner hat. Da merkt man, okay, so 100% einfach nur nach Kriterien zu gehen, funktioniert eben doch nicht. Manchmal muss man eben schauen, wie trägt sich die Uhr vom Durchmesser, was ist das Lack-to-Lack, wie sind da die Proportionen bei der Größe. Als nächstes wieder eine Taucheruhr, die Montblanc 1858 Ice-C. Eine Uhr, die sehr wenige Leute auf dem Schirm haben. Auch hier
Schnellverstellung am Stahlband, was ich bei Montblanc ehrlicherweise nicht erwartet hätte. Saphirglas, das habe ich erwartet. Wir haben hier eine Wasserdichtigkeit, das steht auch auf dem Zifferblatt, von 300 Meter. Wir haben eine sehr gute Ablesbarkeit mit den Zeigern, die sich sehr stark voneinander unterscheiden. Wir haben hier nochmal so eine Unterteilung im Minutenzeiger, dass man da das auch nochmal gut sehen kann. Alles ist hier wirklich schön mit Leuchtmasse ausgefüllt, sodass wir auch bei Nacht eine gute Ablesbarkeit haben. Und wir haben ein Automatikwerk, wo haben wir es da? 38 Stunden MB2417. Es ist auch hier wieder ein SW200 von Selita. Und wir haben einen Durchmesser von 41 mm, trägt sich wirklich sehr gut am Handgelenk, die Uhr total underrated. Gerade dieses Zifferblatt, das in verschiedenen Lagen lackiert wird, dadurch ist das sehr dreidimensional und soll eben an einen zugefrorenen Gletschersee erinnern. Und die nächste Fliegeruhr, die Longines Spirit Zulu Time. Ich hätte sehr gerne die Variante am Stahlband reingenommen, weil ich die unglaublich schön finde. Leider hat hier aber untypischerweise nur die Variante am Lederband eine Schnellverstellung in der Schließe via Knopfdruck. Beim Stahlband muss ich hier noch mit dem Federstegwerkzeug dran. Wir haben eine Wasserdichtigkeit von 10 Bar. Wir haben hier das L844.4 Automatikwerk. Ein GMT-Werk, 72 Stunden Gangreserve und ein sogenanntes echtes GMT-Werk. Das heißt, wir haben hier einen springenden Stundenzeiger und keinen springenden GMT-Zeiger. Außerdem haben wir hier ein Saphirglas. Natürlich ist es auch außerdem noch gewölbt, was diesen Vintage-Charme so ein bisschen unterstreicht. Wirklich sehr schön. Und eine Größe von 42 mm da auf der oberen Grenze. Es gibt sie aber auch in 39 mm. Da muss man einfach gucken, was passt einem besser. Ich finde die 42 tatsächlich für den Flieger-Look etwas cooler. Flieger-Ablesbarkeit entscheidend. Gerade Taucher- und Fliegeruhren, da wirklich Bruchteile von Sekunden muss die Uhr abgelesen werden. Musste sie damals, als es wirklich noch Toolwatches waren, das hat über Leben und Tod entschieden. Eine Uhr, die der Montblanc von gerade nicht unähnlich ist, was die Stats angeht, ist die Tag Heuer Professional 300. 300 Meter Wasserdichtigkeit, Selita-Werk. Tag Heuer nennt dieses Uhrwerk, haben wir es hier drin, genau, Kaliber 5, wir haben mit einem Datum unten, wir haben hier eine Feinverstellung in der Schließe, die allerdings benutzt werden kann, wenn das Armband oder die Uhr angezogen ist, man muss dafür die Uhr nicht ausziehen. Wir haben natürlich ein Saphirglas und mit diesen Zeigern hier, mit dem Schwertstundenzeiger, eine sehr gute Ablesbarkeit. Die 300 hat übrigens einen Durchmesser von 43 mm, es gibt sie auch in kleiner, dann hat sie allerdings keine Schnellverstellung in der Schließe leider. Übrigens die 300 auch am Kautschukband Schnellverstellung in der Schließe, ist glaube ich die gleiche Schließe sogar. Wieder eine Taucheruhr, die Breitling Super Ocean in 42 mm, Stahlband und Kautschukband, hier wieder eine Schnellverstellung in der Schließe. Ich muss auch hier tatsächlich die Uhr nicht ausziehen. Verarbeitungsqualität unglaublich schön, ich finde die Uhr auch sehr sehr schön, klar diesen Vibe, mit dieser, dass das an die Slow Motion damals angelehnt ist, mit diesem großen Pedal-Minutenzeiger, mit der großen Minuterie außenrum, mit diesem Rio, muss man mögen. Ich mag die Uhr sehr, ich finde sie unglaublich schön und ein sehr, sehr gutes Update zur vorherigen Variante. Wir haben hier einen Durchmesser, wie der Name schon sagt, 42 mm. Automatikwerk, einziger Punkt, wo man sagen kann, okay, vielleicht ein bisschen Kritik äußern. Auch hier haben wir ein SW200 drin. Breitling arbeitet da aber nochmal dran. Und die Verarbeitungsqualität ist so gut von der Uhr, die macht das fehlende Manufakturkaliber da tatsächlich wett. Und durch das Selita-Werk ist die Uhr tatsächlich auch sehr flach. Eine Uhr, an die wahrscheinlich viele denken, wenn sie diese Stats hören, ist die Omega Seamaster Diver 300 Meter. Die deckt wirklich alles ab. Und das Besonderste ist hier natürlich das Uhrwerk. Es ist auch ein Automatikwerk. 55 Stunden Gangreserve. Das Omega Koaxial 8800, wie gesagt, Koaxial. Masterchronometer zertifiziert, das heißt antimagnetisch, komplett in-house, unglaublich tolle Uhr, gute Ablesbarkeit, trotz des skelettierten Zeiger, auch wenn ordentlich andere da was anderes erzählen. Als nächstes haben wir die IWC Mark 20, die tatsächlich als Mark 20 vom Sprung von der Mark 18 erst in diese 6 Kriterien aufgestiegen ist. Vorher hatten wir nämlich keine 10 Bar Wasserdichtigkeit, 40 mm, das passt, Saphirglas, das passt. Und alles andere passt auch, aber das Allerbeste ist wirklich die Feinverstellung in der Schließe per Knopfdruck aufs Logo, so unglaublich gut gelöst, schön versteckt, man kann es benutzen, während man die Uhr am Handgelenk hat, eine perfekte Alltagsuhr. Die neue Longines Conquest ist auch eine sehr schöne Alltagsuhr, leider erfüllt sie nicht alle 6 Kriterien, aber in diesem Video lernt ihr, warum sie ein absoluter Omega-Killer ist. Und vielleicht kriegt ihr auch mit, welches der 6 Kriterien sie nicht erfüllt. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr mit diesen 6 Kriterien überhaupt einverstanden seid
oder ob ihr ganz andere Kriterien für eine perfekte Alltagsuhr habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.